Hallo und herzlich willkommen zu OddSparks, an Automation Adventure. Willkommen zu unserer Demo. Dieses Spiel bzw. Demo enthält ungefähr 3 Stunden oder etwas mehr Content und Multiplayer ist verfügbar. Ja, es handelt sich hier um ein Automations- und Erkundungsspiel. Ich bin gespannt. Und wir haben diese kleinen Sparks hier, die auch schon im Namen drinstehen des Spiels. Diese süßen kleinen Helferlein helfen uns beim Bau, beim Transport und beim Kampf. Ich bin gespannt, wie diese Kombination ist zwischen Erkundung und Automation. Und bevor wir zu lange labern, lass uns da einfach rein. Für Freunde von Charaktereditoren, hier haben wir sogar einen Charaktereditor. So, unser Charakter ist fertiggestellt, den sehen wir gleich. Und unsere Village, ja, lassen wir Ossendorf, weil ich da immer sehr kreativ bin. Generation Seed, Start Game. OddSparks. Ja, es sieht schon sehr schön aus, wie man sieht. Ne? Es hat einen sehr unique Style. Ich liebe ja sowas. It's a calm and quiet day, and you are relaxing on your bench. All of your daily tasks are done. The warm sun gently lulls you to a midday nap. Dream of an adventure. For more exciting life than the one you have right now in the frontier village. When suddenly, an intense crash comes from the field and wakes you up. What was that? Okay, was ist da denn runtergekommen? Clean up the broken shed. Interacting with objects. You can interact with nearby objects. You cannot interact with nearby objects when you are in aim mode. Also es gibt einen Zielmodus, okay. So, clean mit der linken Maustaste. Used to be a large building for you to store your items. Das macht Sinn. It's clear that there's no way to fix the shed. You begin to clean up the area. As you clean the debris and shards of wood, you find a gleaming metal object in the middle of the mess. This must have been the thing that crashed into and destroyed your shed. Unsure of what it is, you pick up the strange metal object and put it away for now. You should first replace your shed. Okay, also, wir sollen die nochmal... Ah, okay, bisschen Tutorial, Scroll to Zoom and Rotate. Okay, kennen wir alles mit der mittleren Maustaste. Rotate will er gerade nicht. Ah, okay, einmal komplett drehen, dann ist es abgeschlossen. Das war das Kamera-Tutorial, sehr schön. Quests in Unlockable Tutorial, Tier 1. Wir sollen die Map öffnen, bestimmt M. Ja, oder hier unten. To find the Woodsman and talk to the Woodsman. Oh, okay. Oldschool Map ist auch sehr cool. Mit animierten Elementen ein bisschen sehr cool gemacht. So, wo ist denn der Woodsman? Da oben. Okay, der sieht auch schon sehr woody aus. Und hier haben wir dann ein paar Tasten um Focus Player, Focus Village. Okay, das ist sehr cool. Ah, und man kann auch pingen für, ja, Freunde halt, ne? Sehr cool. So, und ist das jetzt eine Markierung auch für Norden? Oder ist das eher ein, in diese Richtung musst du jetzt laufen, weil du da was markiert hast? Oder nächstes Objective? Ich weiß nicht, ob wir hier mit jedem... Komm, wir machen erstmal das Tutorial. Ich verliere mich ansonsten immer und rede schon mit allem und was weiß ich. Klicke alles an. Gut, dass es aussieht. Schaut mal. Ah, Pickup. Pickup. Hallo, Woodsman. Something crashed into your shed? Well, sure, I can teach you how to fix up a new one. So, the Woodsman will help you rebuild the shed, but requires some wooden logs. Das war klar, you can get wooden logs from the logger. Also auch wieder jemand. Don't forget to collect the logs out of the logger or harvest them from bushes around the village. Deliver items to questgivers by putting them in their storage. So, 5 Stück. Und wir bekommen Bretter. Accept and pin. Okay, wir können das direkt irgendwo anpinnen an, auf der UI. Great, just get me some wooden logs from the loggers around me. I'll prepare you some sawn timber to build the shed. Okay. Oh, ist doch kein anderer Mensch. Oder keine Ahnung, wie man diese Lebewesen nennt. So, wooden log, 2 Stück. Select Sieb. Leaves. Ah, das muss ich festhalten.
Ach, okay, jetzt habe ich das verstanden. Schaut, oben links, Logger, Ingredients, Infinite Resource. Das heißt, immer wenn wir hier die Maus einfach festhalten, können wir 30 Unlocks pro Minute bekommen. So, also nehmen wir das und das ist unser Inventar, logisch. Okay, 5 Stück Deliver Wooden Locks und die sollen dann hier rein. So, Steuerung. Ah, mit Steuerung wegen Maustaste kann ich, ja, splitten und der bekommt 5. Und hier ist auch schon Deliver Wooden Lock, ist angehakt, okay, also fertig. Und reden. So, und complete. Mhm. Perfect. Here's the sawn timber you need. Now all you have to do is take the stuff I gave you. Okay, Building Tutorial. Open the build menu, place a shed near home. Unser Home ist ja da unten. So, und allerdings, unser, das scheint wohl der Sichtbereich zu sein, ne? Nehme ich mal an. Er zeigt immer nach oben. Ich glaube nicht, dass das so sein soll, aber ja, ist halt noch eine Demo. So, hier ist unser Home-Bereich. Okay, wir können B drücken. Wählen das hier aus. Und komm, Storage kann hier in die Ecke. So, R drehen. Ja. Boah, wie cool das aussieht, wenn man das dreht. Schaut mal. Boah, ich feiere sowas, ja, ne? Diese kleinen Details und nicht alles immer so starr. Zack. Coole Sache. So. Hier wird wieder das Problem sein, dass ich immer Q drücken möchte, wegen Factorio. So, K. Map, Quest Control, Quest Overview. Ah, da gibt's ein bisschen was. Questlog, More Quest Tutorials. Unpin vom Screen. Okay, ist schon gepinnt. Quest Overview. Okay, hier sieht man, was man alles schon so da im Moment verfügbar ist. Leaves. Hier beschreibt man eine organische, ein organisches Crafting Material, a small bundle of leaves. Kommt man von Büschen? Wer hätte es gedacht? So, und don't know what to do? Use the map to see if someone in the village has a new quest for you. Okay. Das ist halt auch zum Teil schon am Anfang dieser Erkundungscharakter, ne? Denn wir müssen nicht nur starr irgendwo was bauen und Ressourcen abbauen, sondern können hier reden. Halt ein Adventure. Das finde ich cool. Oh. Und selbst an sowas hat man gedacht. Das finde ich halt geil. Es gibt halt Leute, die mögen sowas, ne? Und hier hat man die Möglichkeit dazu. Super. Auch witzig, wie hier abgebaut wird. Das ist ein Häuschen. Kann ich da auch rein? Noch nicht, denke ich. Ja, wird bestimmt noch was kommen. So, wer ist das denn? Der Merchant. Mm. Just tell me if there's something you would like from the city. Ja, alles. Ich will alles. Einfach alles. Kann ich das haben? Was kostet mich das? Geht das auch auf Ratenzahlung? Sieht alles so cool aus. So, hier Bock. Oh. Das ist auch cool, oder? Es regnet natürlich hier nicht rein. Aber ich liebe sowas, wenn nicht immer alles stimmig ist. Das ist auch cool. So. Komm, wir holen ein bisschen Boulder mit. Ah, kann ich nicht abbauen. Da brauche ich wahrscheinlich Sparks oder Werkzeuge für. Aber Bäume? Ne, Bäume kann ich auch nicht fällen. Okay. Macht Sinn. Oh, wie cool ist das denn? Okay. Das ist einfach nur kreativ, ne? Sehr cool. Ins Gebäude mit integriert. Finde ich cool. So, Examine. Village Monument. The Village Monument looms above you quietly and with the weight of its years behind it. Extend your hand and the stone feels cold. Cool to the touch. Nothing else happens. Hm. Okay. Ich sehe gerade, mein Gesicht ist hier immer im Weg für die Beschreibungen. Das könnte ich mal ändern. Kleinen Moment bitte. So. Machen wir das hier und schieben mich einfach mal weg hier. Weiß nicht, wo die beste Position ist. Werden wir herausfinden. Vielleicht auch oben links oder so. Werden wir sehen. Och komm, wir machen das. Dauert ja nicht lange. So, ich denke, hier oben bin ich am besten platziert. Im Moment, wenn mir was auffällt, hier bin ich jetzt halt am Weg vom Inventar, aber ja, lässt sich nicht verhindern. Egal. So.
Wer ist das denn? Mason Sisters. Okay, da geht's um Steine, logischerweise. Na, lass mich hier rüber. Ja. Hello, you have a rockin' day. Rockin' stone. Ja. 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 Gibt's da auch sowas, wenn du 20 Mal klickst, kommt was Doofes? Schade. Hätte ich mir jetzt gewünscht. Wer kennt das noch aus Warcraft-Tagen? Oh. Major, such a busy elephant. Don't forget to get some rest and have a sit down, okay? Jetzt bräuchte ich halt wirklich eine Art, ja, Stimmverzerrer. Langsam wird's knapp mit den Stimmen. Ich mir überhaupt merken kann, welche Stimme ich wo gemacht habe. Aber der Woodlogger wird klar sein. Der hat immer eine sehr dunkle Stimme. So, hier ist eine Mine. Oh, wie cool. Und Quartermaster. Hey. Open. Quartermaster hat nichts für uns. Frechigkeit. Absolute Frechigkeit. So, okay. Also drücke M, um herauszufinden, ob irgendjemand... Ah, der Divine Researcher hat eine Quest. Und an dem sind wir natürlich vorbeigelaufen. Oder auch nicht vorbeigelaufen. Ja, man sieht auch schon, dass er Wissenschaftler ist. Er hat hier... Na, muss ich nicht erklären. So, ist hier was drin? Talk. An ancient stone ruin stands in front of you. It's clearly magical in some way and holds forgotten information in its carvings. Oh, you may... you need my help with a weird thing? I love weird things. Let me see. Oh, what if we poke it right? A strange piece of metal you picked up from your broken sheds comes alive. It wraps itself around your brooch and stuff and suddenly... A wealth of information enters your mind. Dazed, you look into the ancient table nearby to the researcher and realize you can understand the ancient writings. Oder heißt die Ancient. The ancient tablet seems particularly wrecked, but you can definitely read some of the text. Something about magic, devastation, a spark, something about hope. You relay everything to the researcher. Oh. Oh, you can understand it? This is incredible. Amazing news. Oh, you must look at the village monument for me. Okay, accept and pin. Go without me, I'll just slow you down. You come back and tell me what you find, you hear? Okay. Gerne. Examine village monument, da waren wir eben schon. Bin gespannt. Wir bekommen bestimmt bald unsere Sparks. Examine! The village monument looms above you, quietly and with the weight of its years behind it. You extend your hand and the strange metal in your brooch radiates a soft light. Suddenly, the carvings on the stone itself begin to shift into text. You barely have time to understand what you see as writing appears and disappears. You can't catch all of the information. Something about being last accessed several million days ago. The word danger catches your eye. Clearly the monument is much more than you had all assumed. The words settle for a moment. Dangerous levels of corrupted effort detected, cleansing pulse routine initiated. You can hear the monument rattle. Something inside is trying to happen, but nothing happens. A fabric cleansing failed, function keys missing, cleansing routine recommended. Danger to life critical. Piece of stone moves aside to reveal a handful of empty key slots. You should tell the divine researcher about everything you found. Okay, das war ja krass. Fühlen uns hier direkt in der Story drin. Ich fühle das Ganze schon. You describe everything you've seen with the village monument was activated to the worldwide researcher, strange texts, the missing spark keys. How it tried to do a cleansing pulse but failed. The divine researcher's nature smile falls as he tries to digest everything. We've had an individual explore north, past the woodlands and even past the mountains. The ones that traveled furthest returned ill and talked about how the magic, the ether itself, felt strange. Some had used the word corrupted. It would explain a lot of the village monument can clean corrupted ever.
the theme of the displays was so perfect to make a new village in. Sounds like we should turn it on and try it out. Okay, the Wine Research believes that the threat described by the village monument is one that should be taken seriously. However, finding an even single spark here that has no one ever seen or heard before will be difficult. Nine sounds impossible. Oh, wir bekommen neun. That's endlich cool. It will not be possible to complete this quest for a while. Maybe someone in the village will figure something out as he progresses. Okay, wir sollen das einfach aktivieren. I suppose we'll have to find the missing spark keys first. And perhaps more. I'll see what I can dig up first in my notes. This village has existed for a few decades now without any problems. I don't think the threat is so immediate that we will all fall sick out of nowhere. Just be careful in your adventures. So. Er beendet seine Sätze komischerweise immer mit einer Frage am Schluss. But for now, there are lots of ancient shrines that you could translate. I know there's quite a few in the woodlands. Perhaps they would even reveal more about your mystery. You're technically not allowed to go out there. It can be quite dangerous, but I won't tell anyone. Wants you to use your newfound ability to understand divine text to read a few things. Sehr viel am Anfang Input. Was ist das denn? Hier, achso. Die Umwandlung von Hieroglyphen oder wie auch immer zu Textil. Now wants to find you and look at the ancient shrine that is in the woodlands just outside the village. You can leave the village by the old mineshaft in the northwest. Den hatten wir auch schon gesehen. Go through the old mineshaft, examine, solve the mystery. You just keep going through the old mineshaft and there should be this strange looking little building. Stein, I call them ancient shrines. It has this cookie little golden statue on the top. You have my permission to go. Have a fun adventure. Okay. Vielen Dank, Mr. Divine Researcher. Die Musik ist sehr schön, by the way. Exit Village. Wuhu. Fields Bunny. Oh, wie süß. Kann ich die streicheln? Oh. Immer wenn ich irgendwas Knuddeliges sehe, möchte ich es streicheln und es geht einfach nicht. Hallo, Developers, ihr müsst das doch ermöglichen. Ich will. Jeder will alles streicheln. So, Ancient Shrine. Und hier ist Ancient Waypoint. Ah, okay, um es auf der Map zu. Ah, okay, ist jetzt freigeschaltet auf der Map. Einen gewissen Umkreis sehen wir dann. Sehr schön. Ancient waypoints are immediately unlocked in the demo. It requires a constant supply of fuel. Use the map to teleport. Okay. Es muss immer. Okay. So, you start looking at the shrine, but as you look closer, it's more evident that it's not an actual shrine, but some kind of machine. You extend your hand and the strange metal in your boot radiates a soft light. With a touch, the machine wambles as it works by itself. After a short moment, the machine stops and displays some writing. From what you can understand, the shrine usually is capable of making something called a stumpy spark. However, it's currently broken and is asking for more items to fix itself. Turns out that the ancient shrine is kind of machine, blah blah blah. When fixed, it will be able to stumpy sparks. Okay, wir bekommen solche kleine Baumstümpfe? Baumstümpfe? It wants other shards which you can get by hunting animals. Och nö, ich will die doch streicheln. You don't know how to hunt, but maybe you can find a corpse somewhere in the woodlands. Okay, wir sollen eine Korpse finden, also eine Leiche, und die tötet das jetzt. Klingt gut. Touch the shrine and a small hatch opens to reveal a slot to put the items inside. You leave it for now. Okay. So, also wir sollen eine. Warum auch nicht? Eine Leiche finden. Too far away. Was gibt's hier? Pick-up. Da bekommen wir bestimmt nur Stöcke raus. Ah, ne, zwei. Oh. Mehr Holz als ein Baum. Spunny Corps. Ah, schaut mal. Wahrscheinlich schon Corps gefunden, oder? Ah, das sind diese Ether Shards. Ever, wie auch immer.
Jetzt kann ich auch Steine abbauen, oder wie? Okay, ja. Kann ich. Aber wir brauchen ja die Korpse. Ah, was ist das? Fairy Paddled. Okay. Da ist auch noch eine Korps. So, wir sollen einfach nur 5 Holz und ein Evershard sollen wir. Okay, das davon haben wir ja jetzt genug. Komm, was war da unten links noch? Okay, ich dachte, ich hätte da was gesehen, aber das war nur Einbildung. Nachher schauen wir uns noch ein bisschen genauer um, aber zuerst mal zurück. Sonst, wie gesagt, ich verliere mich dann da. So, open. Examine. Open Inventory. 5. Zack. Und ein Adder Shard. Complete. Shrine slowly wears into life. It takes the items and begins to fix itself. Seems to be running some kind of test and is checking that everything still works. Suddenly, it spits out a rather strange creature into your arms. The shrine notes that the Stumpy Spark has been immediately activated as part of the tests. The Stumpy Spark stares at you and it seems ready and eager to receive instructions. However, before anything can be done, es will gestreichelt werden. With a puff of magic, the Stumpy Spark turns into a wooden disc that fits in your hand. The Spark's deactivation is successful. The shrine claims that it is now fully operational and is ready to be assigned sparks. The strange metal in your stuff changes and slots that can fit the discs appear. Place it in and the Stumpy Sparks begin to follow you. Okay, cool. Und ich, ja, komm mit, kleiner Kerl. Wuhu! Schaut mal, wie der aussieht. Ah, die Augen, ey. Ist cool gemacht. Equip a Spark in Active Sparks Bar. 1. Okay, ist anscheinend aktiviert. Throw a Spark. Okay. Da unten steht's. In Aim Mode. Leertaste. Ah, okay. Ich kann Leertaste festhalten. Das wechselt da unten. Steuerung R oder F. You can throw sparks equipped in your active sparks bar. You can also call back. Rechte Maustaste. Wie cool. Some objects you call special sparks to harvest them. Read more in the notebook. Wir haben ein Notebook. Stone items. Magical items. Okay, das haben wir ja alles schon. Small palette. Blablabla. Mysterious magic. In a mundane form. Stumpy sparks. A basic spark, the most basic of sparks. Das wird aber wahrscheinlich ewig der süßeste Spark bleiben. Can't do a lot twice hard. A good listener. The quartermaster. Defense 1, Efficiency 1, Offense 1, Capacity 1, Tech-Type Land. Das ist ja eine Frechigkeit, dass wir hier keine 5er-Stats bekommen. Für den Anfang. So, aber I love Spunky Sparks already. Sparks. So, okay. Dann Leertaste, Steuerung. Was macht Steuerung? Steuerung macht irgendwie noch gar nichts. Okay. Throw a spark. Call back a spark. Wie cool. Ich mag das jetzt schon, auch wie ich es aufgehoben habe. Wie cool. So, zweites Mal. Dann ist das gleich erledigt. Harvest Pine Saplings haben wir auch gleich 2 von 2. Müssen wir nur noch einmal zurückrufen. Bei Special Sparks to harvest them. Aber wo steht denn, das kann ich später nachlesen, was an Gegenständen, die ich ab, Sparks and Items, Instructions, habe ich sonst keine, ne? Was ich brauchen würde für bestimmte Sachen, weil da steht, du kannst nachlesen, für welche Sachen du welche Sparks brauchst. So, dann rufen wir einmal zurück. Rechte Maustaste. Gut, das, dabei muss er schon was am Machen sein. Mach mal. Ah, jetzt hat er's. Der war so fokussiert.
Fill a spark slot in the Stumpy Sparks. Stumpy Sparks Shrine. Hm. Ja, das schadet Woodenlock. Okay. Selected Receipt. Ach, ich kann mir mehr craften. Was? Okay, dann rein damit, ey. Was? Hallo? 3,8 pro Minute. Gut, das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist, dass man hier die linke Maustaste halten muss, damit das gemacht wird. Ah, ist mehr. So, zwei Stück Sparkslots. Kann ich die jetzt hier einfach reintun? Und jetzt? Gofu, bla bla bla. Complete Quest at Divine Researcher. Warum bekomme ich jetzt nicht mehr Achso, hallo? Ah, Active Sparks, da unten rechts bei uns natürlich. Juhu, ich habe drei Stück, ey. Cool. Schade. Sorry. He's a wop wizard, Harry. Wop, a what? A wop wizard. Wer das nicht kennt, Vengeant Wop Wizard auf Google eingeben. Können die das nicht abbauen oder was? Warum? Ach so, einmal und schon Kopfweh. Okay, das ist okay. Okay, die großen Bäume können sie noch nicht abbauen, die kleinen Racker. Ne, geht ja nicht. Oh, wie cool, dann kannst du einfach hier zack und dann. Währenddessen können wir was anderes machen. Das ist cool. Arbeitsverteilung, ich liebe sowas. Irgendwie auch immer alles mitnehmen, ne? Machen sie nicht. Musst du ihnen extra nochmal sagen. Das macht aber nichts. Sammeln können wir ja selber. Das ist dann kein großes Problem mehr. So, kommt bitte mit. Oh, das bleibt jetzt die ganze Zeit im Kopf, ne? Dieser Sound. Für immer. So, zum Divine Researcher. Hui! Sagen sogar meinen Namen. Hui! Ah, der Kleine hier, der hat wieder Kopfweh. Ah, ich kann auch. Okay. Wie cool. Ich dachte, das geht dann nur in der Nähe von. Aber ich kann es ja auch remote. Auch nicht schlecht. So, Divine Researcher, was hast du denn? Complete. You tell the Divine Researcher on everything you've seen about the ancient shrine, especially the rather strange creature that came out of it after you fixed it. Ich bin mir sicher, dass ancient heißt. So they're called sparks, you say? How unusual. Clearly I have some research to do. They're quite cute. They're quite cute. You should show them around. Maybe others in the village will have some thoughts or ideas on them. Yes. Mm-hmm. Hmm, did you forget what I asked you to do? It happens to me too. To me too. That's why I always write my stuff in my quest log. Okay. Komischer Dialekt am Ende hier. So. Das macht einfach Spaß, die rumzuschmeißen. Das ist halt aber auch schon eine sehr kreative und coole Idee. Das siehst du schon an den Gebäuden, an diesen Sparks. Das ist cool. Solche Leute, Devs, brauchen definitiv Unterstützung, Leute. Ab auf die Wishlist. Also bitte. Sowas von cool.
Ich bin mir jetzt schon am Überlegen, wenn das wirklich so weitergeht und später nicht zu repetitiv wird, dass ich mir das jetzt schon kaufen möchte. Das ist alleine schon der Stil, der Look von dem Spiel, das Feeling, diese süßen Sparks, die Texte, diese Animation, dass nicht alles so starr ist, alles bewegt sich ein bisschen. Sehr cool, gefällt mir. So, K-Notebook. So, wir sollen durch die Gegend und mal gucken, was die Leute zu unseren Sparks sagen. Was hast du zu sagen? Just tell me if there's something you would like from the city. Das hast du mich eben genau so... Der ist kaputt, der hängt. Er stellt immer die, genau dieselben Fragen in der genau selben Stimme. What are those little guys? Sparks, you say? And can you get them to do work for you? Tell me more. You see his eyes twinkle in thought as you describe the ancient shrine and how the sparks work in one. He mutters something and nods to himself. Ooh. Oh, I see. Yes, of course. That's pretty ingenious. Wait, let me have a few, will you? And get me some materials. I want to try making a lugger for your little sparks. Okay, accept and pin, also Logs, Stonies und Stumpy. Ich will keine Sparks abgeben. You leave the woodsman deep in thought as he mentally constructs the design for the logger. So, davon hätten wir schon 5. Haben wir das überschüssige Holz eben aus dem Ancient Shrine rausgenommen? Stone Stumpy Sparks, ja. Also, wir gehen erstmal. Haben wir hier Stein irgendwo in der Nähe? Ne, müssen wieder in den Minenschacht, ne? Beziehungsweise raus aus dem Dorf. So, dann kann ich die auch schon. Ich will das nicht tun. Na. Fies. Mich wundert's, dass es immer noch kein Spiel gibt, in dem man alles durch andere Methoden lösen könnte, anstatt Kampf. Dass es sich trotzdem noch immer irgendwie wie Kampf anfühlt, aber letztendlich kein Kampf ist. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis jemand mal auf die Idee kommt. Oder vielleicht gibt es ein Spiel und ihr schreibt es mir in die Kommentare, wenn, falls ihr was kennt. Ein besonderes Spiel, das mir immer in die Gedanken kommt, das ich gerne wieder hätte, ist From Dust. Das war sehr cool. Da hast du als Gott die Menschen dazu bewegt, wo sie hin sollen, was sie tun. Das klingt jetzt erstmal sehr komisch, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und da waren Gefahren von außen, Flut oder sowas, und du konntest dann ja terraformen, um die zu schützen oder die am Schrein beten lassen und gucken, dass die über gewisse Hindernisse kommen und so weiter. Das ist schwer zu erklären. Guckt's einfach, From Dust auf Steam. Sehr cooles Spiel. So. So macht Abbauen Spaß. Ah, schön. Tolles Team, toller ein anderer macht's. Na komm. Okay. Ach komm. Nee, ich mach's nicht. Stein, wie viel Stein habe ich denn jetzt? I war das Inventar, ne? Nee. L, Questlog. Quest Overview, Notebook. Wie komme ich? Ah, Tab war das. Okay, Inventar. 12, also 5 können wir noch abgeben. Stein haben wir jetzt auch genug. Stumpy Spark müssen wir leider 2 abgeben. Wobei müssen wir nicht, wir können uns hier neue craften, richtig? Ich weiß aber nicht mehr, was das kostete. Schauen wir gleich. Vielleicht noch ein bisschen Holz abbauen hier. Bin mal gespannt, ob die von so weit her zurückkommen und uns das Zeug bringen. Oder ob wir die gleich verloren haben. Hier baue ich noch ab. Ah, sie... Okay. Ich hab da gesehen, die teleportieren sich dann einfach zu uns. Allerdings haben die jetzt nicht die Materialien mitgebracht, oder? Oder war nicht fertig?
Und das muss ich jetzt ausprobieren. 12. Ne. Die haben nichts mitgebracht. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich mich jetzt einfach mal da unten hinstelle und warte. Ne. Okay. Ah, doch. Ah, sie bringen aber nicht alles mit. Boah, kann ich die weit werfen. Wie cool. Oh, Item Bag. Contains multiple items. Ja, her damit. Ah, weil zwei verschiedene Sachen gesammelt wurden. Oh, okay. Macht Sinn. So, zurück. Okay, ja, hier haben wir noch einiges drinne gelassen. Und ich würde glatt behaupten, ich würde dann aber noch zwei Stumpy Sparks machen, weil wir die abgeben müssen. Und ich möchte meine drei Stück definitiv behalten. Und unten rechts sieht es zumindest jetzt so aus, weil wir nur drei Slots haben, dass wir auch nur drei Maximum haben können im Moment. Irgendwas müssen wir dafür tun, dass wir da mehr ja, haben können, wie auch immer. Mit uns führen, mehr Anhänger haben. So, das hier ist ein bisschen nervig, aber naja, so. Kann nicht alles toll sein, ne? Ist nicht immer alles Knorke. So. Dann würde ich fast behaupten. Ah, die hätte ich auch arbeiten lassen können in der Zeit, in der wir hier. Ne? Verinnerlicht man halt mit der Zeit. Kommst du zurück? Du sollst keine Tiere töten. Außerdem sind die süß. Schaut mal, wie die aussehen. Ich will das streicheln, Mann. Fies, dass ich das nicht darf. Okay. Ich schreibe direkt eine Beschwerdemail. Kann nicht streichen, folgendes, Doppelpunkt. Und dann eine lange Liste von mir mit Sachen, die ich nicht streichen kann. Baum, Busch, Zaun, Haus, Lampe, Divine Researcher. So, aber wir müssen ja zum Woodman. Woodsman. Mm-hmm. No rush with the thing I asked. Everything takes as long as it needs to. But if you forgot, just look in your quest log. So, noch 5. Kann ich da auch... Schön wäre, wenn ich da eine Zahl auch eintippen könnte. Also mal blöd, ne? Na, kostet halt zusätzlich Zeit und ist ein bisschen Aufwand, das alles zu validieren, was da jemand eingeben kann in der Entwicklung. So. Stumpy Sparks 2, genau. So, und zack. Reden complete. Of course, since they are so small, they need a low table and it's done. One very important thing, you need a ferric orb to build the logger. They offset the adder and the giant trees, you see. Mm-hmm. Oh, you don't really need to know what that means, but let me tell you, I personally tried harvesting these giant trees without an apparent counterbalance, and it took 2 whole months to regrow my mustache. Mm. Das geht natürlich nicht. We first found the etheric orb in the Belephant corpses that are around in the woodlands. I'm sure you can find more, but for now, I'll give you a few that I have spare. Das ist sehr löblich. Etheric orb, 2 Stück bekommen, okay. Activate the Village Monument. Und hier können wir jetzt... Habe ich das richtig verstanden? Wo ist denn dieser Mini-Logger? Ach, da! Oder? Weil hier? Ne? Hä, wo ist denn? Wieder abgebaut wird's einfach so cool. Wo ist denn jetzt dieser Mini-Logger? Habe ich jetzt was... nicht mitbekommen? Auf B? Ist not unlocked? Ah, okay. A building to infinitely harvest logs and more from a giant tree. Ah, das ist dann für die Kleinen? Okay. Das heißt, das kann ich irgendwo außerhalb bauen? Okay, ich verstehe. Ist das auch der Mini-Logger, den unsere Sparks dann benutzen können? Unsere Stumpies. So, zum Major möchten wir jetzt nicht. Wir sollen hier das Village Monument aktivieren. Okay, geht aber noch nicht. Gut, dann reden wir erstmal mit dem Major. Ja, das ist auch
der Einzige, der jetzt hier irgendwas für uns hat. Oh, oh, look, you are, you like you are being a very busy elephant today. How about I teach you how to? Obwohl, das ist eine ältere Dame, ne? How about I teach you how to have an eye on things when you have a lot of tasks to do? Major tells you of the tricks that she uses to take a look at a bigger picture and figure out what to take care of next. So, mit the Major's advice you create a quest overview. It should help you track your progress and identify what you have to do if you ever get stuck. You should spend a little time to get acquainted with it. Open quest overview. Hm, das war... K. Oder hier, okay. So, Woodland Shrines haben wir einen gefunden. Advancement Stumpy Spark, Spunkies, Spunky. Spanky. Stumpy Spark einfach. Also einmal. So, Woodland Tier 1. Mit dem Major kann ich das freischalten. Complete the following quests first. Woodcraft 101. Oha. First Production Line, Spark Creation. Das hier haben wir schon. Okay. Der Quartermaster hätte auch noch was. Dirt Path können wir auch. Barrel. Okay. Sind das die dunklen Sachen, die schon freigeschaltet sind, aber noch nicht erledigt? Ja, Activate Monument. Dirt Path Barrel können wir freischalten. So, ich glaube, wir haben das jetzt teilweise verstanden. Diese Sachen haben wir schon, diese müssen erst noch, ja, freigeschaltet werden. Okay. Hello, my dear. Have you eaten? Have a cookie. Ich vergesse jetzt immer wieder die Stimme für sie. So, und dafür brauchen wir die ganzen Sparkies. Also das ist ein langfristiges Ziel. So, Watermaster, der hatte noch was für uns. Genau, rennen wir da mal hoch. Oh, welche Stimme hatten wir für ihn? Hey, so do. Those weird dolls of yours, the woodsman was showing them off. The following instructions, right? You think they can carry stuff too? Okay, deliver free Stumpy Sparks. Okay, man sieht, man muss jetzt halt ein bisschen farmen, ne, um das Ganze hier freizuschalten. Accept and pin, okay. Drei Stück möchten wir natürlich nicht abgeben, sonst müssen wir alles alleine machen. Geht natürlich nicht. Das ist so cool. Her damit. So, da unten sammeln wir auch ein. Okay, 10. Der braucht ja 3, hier nochmal 5. Und 3. So. Und während, so, diesmal machen wir es anders, während ihr hier abbaut, währenddessen craften wir hier. Ach, Moment mal. Na, schaut mal unten links. Okay. Das sind die, deshalb sind da die Slots. Fiel mir gerade jetzt erst wieder ein, weil ich das gerade im Augenwinkel hatte. Kann ich da noch zusätzlich... Ne, ich kann nicht zusätzlich beschleunigen. Schade. Okay. So, aber deutlich angenehmer als das Ganze allein zu machen. Wir machen noch eins. Wir werden bestimmt noch einige brauchen. Oder? Ja, komm. Noch ein bisschen was rein hier und dann... Nicht alles, komm. 3 Stück. So, 20 Holz. Bom, 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 bom. So, die machen da immer schön weiter. Okay, währenddessen sammle ich hier mal alles ein. Noch ein Spark habe ich und das hier kann ich nicht selbst abbauen. Das ist halt ärgerlich. Das ist halt im Moment so. Wobei, wir könnten hier die einfach... Ach, ich kann hier mehrere stacken. Was? Okay.
Okay, das ändert vieles. Hahaha, jetzt geht's erst richtig ab hier. Schaut mal, krass. Vor allen Dingen schneller und alles. Oh, jetzt, das macht ja richtig Spaß. Jetzt ist aber... Okay. So, jetzt nochmal kurz hier und dann... Wie viel kann ich denn da einsetzen? 9 Stück waren das Maximum, oder? Sehen wir gleich. Ja, das, ey, Leute, das macht Spaß. Also. Jetzt geht's richtig ab hier. Zack, her damit, her damit. Ah, ich kann hier hoch. Coole Sache. Man klettert dann automatisch. So, dann kommt man mit. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt setze ich hier nochmal 2 ein. Hätte die auch drin lassen können, dann hätten die währenddessen, ne? Aber hätte Fahrradkette. So. Nochmal 8 Stück. Ein bisschen Holz rein. Wie viel Holz wird für einen verbraucht? 5, oder? Ja. So. Okay. Weil sammeln können wir, denke ich, schnell genug. Machen wir mal 16. So. 16 und 20. Passt nicht wirklich, aber so. Habe ich hier eine Möglichkeit, mittlere Maustaste oder so zum Sortieren? Nee, habe ich nicht. Ah, da ist Sortieren. Okay, sehr schön. So, 7, 9. Jetzt bin ich gespannt. Wir warten noch, ob ich da einen 10. reinbekomme. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ja, geht. Ey, wie viel können wir denn da mitführen? Was ist denn, wenn ich jetzt... Das hat keine Auswirkung, wie die sich hier anordnen, wenn ich die... Okay. Einfach nur Slots. Ich denke, hier kann man dann 10 verschiedene X, 10 verschiedene, also, ne, und dann 10 Y einsetzen, oder? Sind es jetzt wirklich 11? Ja. Krass. Ist es nur Multiplayer jeweils 10? Ich habe doch irgendwas eben gelesen, von wegen, man kann nur 9 einsetzen? Oder liege ich jetzt falsch? Bin gespannt, was wir da noch alles an verschiedenen Sparks bekommen. Auf jeden Fall macht das Spielen so wirklich Spaß, wenn man sich nicht alles um selbst kümmern muss. Und hier, ah, Giant Tree, da ist er. Blockierst den Logger. Wir drücken jetzt B, Harvester. So, und? Wir brauchen dafür was? Muss da irgendwie... Achso, wir müssen... Ah, okay, wir waren zu weit weg. So, Leertaste ist Abbruch. Wie gesagt, ich verhudel auf Salin. Ich verhudel mich da immer. Ich will immer Q drücken wegen Factorio. So, und da setzen wir jetzt einfach 2 Sparks ein. Und... Ach, schaut mal. Infinite Resource und wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, die Bäume rundherum abzubauen. Das ist cool. Sondern irgendwann kommen wir einfach vorbei und sammeln das ein. Allerdings, was ist das hier? Ah, Ingredients. Das Rezept ist, baue das ab und dauert so lang 60 pro Minute. Ich nehme mal an, 60 ist auch das Maximum, was der hier lagern kann. Und dann hören die einfach auf. Nehme ich, würde ich jetzt einfach mal ja, so annehmen. Komm mit Giant Tree. Ja, das ist cool. Okay. Dann haben wir das doch auch schon so. Deliver Stumpy Sparks 3. Ja, hätten wir dann so langsam, können wir hier mitnehmen. So. Allerdings machen wir das dann so. Können dann weiter arbeiten und dann liefern wir die mal aus. Ich möchte meine Sparks aber nicht abgeben. Ja. Das sind unsere Sparks, Mann. Split, bitte. Kann ich da vielleicht mit dem Mausrad auf? Nee. Okay. Einfach nur Steuerung dann. So, 1 raus, 3. Zack. Okay.
Complete. It works. They walk on the paths. They pick up items from buildings they pass. They drop off items if the building they can pass use them. Okay. They also pick up items on a path if it's in their way. But they only walk on the right side of the path for some reason. Here, let me show how to make the dwarf. Ich sehe schon, wohin das führt. Das ist wie bei Factorio, die laufen auf der... Ist das bei Factorio auch so? Ja gut, da kommt es drauf an, wie die Inserter, auf welche Strecke die das auf diese Fließbänder legen. Aber auf der rechten Seite und dann... Okay. Coole Sache. Und dann beginnt irgendwann die Automation. Try it out. Quartermaster explains step by step what you should do to try to understand how exactly the sparks work. Build a logger. Connect the logger to Stumpy Spark Shrine. Okay. Throw Stumpy Spark on Path. Oh, wir können das da hinten schon automatisieren. Logisch. Ey, wie cool ist das denn? So, und Bretter haben wir wo bekommen? So, das ist ja nur Logger. Das hier auch. Ja. Haben wir bei ihm bekommen, ne? Oder? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ne. Saw and Timber. Wie bekommen wir Saw and Timber? Workstations, Logistics and Storages. Path Tool. Okay. Build a Logger. Connect a Logger. Wir machen jetzt einfach das, was da oben steht. Build Menu, when thrown onto a tar. Sparks will walk on the right side. Also sie laufen dann hin und her auf dem Pfad. So, hier wird man natürlich die vier wieder mitnehmen. So, legen da Holz rein. Dann können die hier weiter arbeiten. Mehr als 20 geht nicht. Adder Shards würde ich da auch reintun. So, das hier habt ihr nicht gesehen, was ich dir gerade mache. Ja. Das denken wir uns weg. So, okay. Das nehmen wir. Ah, 20 ist sogar nur das Maximum. Schade. Aber wie gesagt, wird ja jetzt automatisiert. Okay, wo ist denn Logistics? Kostet das was? Nee, kostet nichts. Und hier sieht man auch schon, hier ist der Anschluss. Cool. Ah, hier ist aus dem Weg. Okay, man hält fest, oder? Ja. Ah ne, auch mit Einfachklick, es geht auch ohne Festhalten. Ach, und hier soll... Okay, das ist eine Art, hier kommen Sachen rein. Kann ich das... Muss ich da drumherum jetzt so? Warum? Ich dachte, ich hätte es hier anschließen können, ne? Oder kann ich das auch, oder... Nee, okay. Rechte Maustaste ist abbrechen. Warum? Kann ich das hier drehen? Nee, kann ich nicht, ne? Ancient Waypoint. Connect Logger to Stumpy Sparkschwein. Wie mache ich das denn? Split Item, Transfer Item. Das kennen wir ja. So, muss ich hier irgendwie... Ach, da unten! Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, düdlüdlüd. Warum sind hier zwei Eingänge? Leertaste für zurück. So. Throw Stumpy Sparks on the path. Eigentlich müssten wir dann ganz da hinten anfangen. Komm. Da holen die nämlich, aber wenn die auf der rechten Seite laufen, hier sieht man schon, wird auch ein Pfeil angezeigt. So, dann holt man das Holz hier raus. Ja, und sehr schön. Oh, wie cool. So, transportiere 20. Ja, komm, dann gehen wir dem mal Arbeit. Bleiben die da auch stehen, wenn nichts drin ist? Und warten? Ne, laufen dann so los. Okay, weil nichts drin ist. So, dann werfen wir euch wieder hierher. Sobald was da ist. Weil wir müssen ja erreichen, dass 20 Holz transportiert werden von den Sparks. So, und dann holen wir uns natürlich noch mehr. Und schon fängt das an Sinn zu machen, das sind, unsere Sparks sind wie Art Fließbänder. Und ja, der Dirt Path ist die Voraussetzung für die Fließbänder.
Nennen wir es so. So, Stumpy Sparks, 4 Stück. Zack. Cool. So, hier tun wir natürlich Dinge rein. Jetzt verdammt. Moment. Entschuldigung, mein Fehler. Jetzt kann ich denen aber kein Holz reindrücken, ne? Ah, das war blöd von mir. Okay. So, die sind auch deutlich schneller, wenn sie nichts transportieren. Da gibt es bestimmt nachher von der Geschwindigkeit her und so weiter und so fort einiges, ne? Mehr. So, trotzdem würde ich, solange da noch kein Spark ankommt, schon mal was reintun, dass hier weiter gearbeitet wird. Dass wir weiter unsere Sachen bekommen. Unsere Stumpy Sparks. So, Woodenlocks 25, Craft, Stumpy Sparks 5 von 10. Sparks will work with more on logistics in the gameplay section of the menu of car. Wo soll das? Sparks. Food items, constructions. Dirt path. Kostet Footprint, bla bla bla. Man sieht, hier wird es auch später deutlich größere Footprints geben. Ne? Das ist ein Feld anstatt 9 Felder. Barrel. Okay, und hier kann man Zwischenspeicher bauen. So, Enemies and Objects, das ist ja cool gemacht. Kam auf die Idee. So, Stumpy Sparks, 3 Stück und weiter. Hui! Jetzt ist Schluss. Dreht schon wieder am Rad hier. Überdreht. Das ist bestimmt Energy. Das Energy Reserve. So. Okay. Machen wir noch 6 Stück. So. Gleich haben wir das hier erreicht. Und dann geht's wahrscheinlich wieder zum, ja, Woodsman. He's awaiting you. Okay, Stumpy Spark, Stumpy. Give me my Stumpy Sparks. So, complete quest at the Quartermaster. Dann rennen wir mal los. Dann könnten wir natürlich das hier, ob es in der 2 sind, nicht 2 Eingänge nur. Wahrscheinlich gibt's, kann man an der anderen Seite des Gebäudes auch als Ausgang nutzen. Und da dann die ganzen Stumpy Sparks, die wir hergestellt haben, einfach in eine Kiste packen. So, complete. She nods as you explain to her what happened when you created the production line and her lips relax into a soft and satisfied smile. Yeah! Yeah! Here, take this as a gift. Sawn Timber 10. Okay. Woodsman. Alright, so I was thinking that maybe we can get these sparks to not just harvest the wood, but actually craft with it. I need quite a lot of materials to try out some different ideas. You and your sparks can do it. So, the woodsman wants you to create a saw bench for the sparks. Jawohl, und jetzt geht's an Bretter. So, they can refine wood. He requires some materials to try out his designs. If you are having trouble, expand your logistics network by finding more giant trees and building more workstations. Don't forget that you can send your sparks to harvest trees for wood. Wood. Yes, let's make something new together. Sehr gerne. So, was bräuchtest du denn? 100 Holz, das ist ein bisschen was. So, 21 kannst du schon mal haben. Weil ich bin der gütige... Wie heißt unser Charakter überhaupt? Die gütige... Keine Ahnung. So, collect 6 Stück. Her damit. Dann suchen wir uns das... Warum habe ich das da hinten gebaut? Das habt ihr euch bestimmt auch schon gedacht, ne? Sag mal, ist der deppert? Warum läuft der überhaupt so weit? So, Holz her, denn ich baue jetzt hier einen Logger. Dazu müsste der Baum weg, das wäre cool, aber...
steht was im Weg. Was ist das? Off logs, I'll call them Stumpy Sparks. They are the first step in making it right. So, das steht im Weg, um das Gebäude zu bauen. Das ist ja blöde. So, da muss man was zum... Leertaste. Schaut mal, wie schnell das geht. Zack, 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 zack. Ja, was man mit Kopfnüssen alles bewirken kann, ne? So, und die bekommen wir ja gar nicht weg, oder? Oder wenn man sehr viele einsetzt? Ne. Dafür sind die kleinen Racker zu klein. Das bedeutet, wir bauen den jetzt hier. So, gehen dann wieder zu dem Faden. Zack. So, und jetzt muss ich hier natürlich trennen, sonst laufen die immer rechts, ne? Hier rum und werden dann rechts abgebogen. Nehme ich mal an. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. So, 10 Stück können wir hier einsetzen. Das müsste dann reichen. Die können Holz sammeln und so weiter. Und jetzt Deliver Wooden Logs, genau. 20 Stück werden Stumpy Sparks hergestellt. Allerdings brauchen wir eigentlich das Holz, das hier drin ist. Und hier würde ich sagen, brauchen wir dann natürlich... Kann ich da auch stacken? Ne, hier gibt es wirklich nur dann 2 Slots und so weiter. So, ein Barrel müssen wir erst freischalten, ja. Oder? Ne, 20, schaut. Oh, sehr schön, das machen wir auch direkt. So, Barrel. Und das ist jetzt cool, weil die immer rechts laufen, gehen die... Moment, dann können wir das ja noch cooler machen. Ne, geht nicht. Meine Idee war jetzt, wenn ich hier im Pfad setze, hier noch eins, hier ein Barrel... Da würden die rechts laufen wieder zurück, aber die würden ja dann nicht hier, ne, ihr wisst schon. Aber, wenn es jetzt nur um Holz geht, ist jetzt ein bisschen weit weggebaut, egal, wir können ja, kann ich das abreißen und bekomme die Ressourcen zurück oder wie oder was? Okay. Baumenü, kann ich das irgendwie nochmal abreißen? Transfer back, Bärbel. Ich weiß nicht, wie ich das wieder abgerissen bekomme. Ist jetzt ärgerlich, ne? Egal. So, wir holen uns mal die 20 und machen einfach eins neu. Und sagen, hier kommt direkt so Storage hin. Verbinden das. So. Na, schaut mal. Haha. Kann man gucken, wie lange dauert das, ne? Oh, sind die jetzt... Oh, okay. Das ist zu viel. Oder passt... Okay, jetzt geht's wieder. Das waren einfach zu viele auf einem Haufen. Was macht er da? Hä? Okay. Hab ich da irgendwas liegen lassen? Der hat Stumpy Sparks gerade aufgehoben gehabt, ne? So, was passt denn da rein? Oh, da passt einiges rein. Okay, dann würde ich einfach den Pfad nochmal erweitern. Ist zwar nicht sehr effizient, aber das war so geplant, Leute. Natürlich war das so geplant. Denn wir haben hier, jetzt muss ich wieder suchen, wo es ist. Barrel. So, weil ich nicht genug Holz habe. So, erstmal hier rüber. So, wir haben hier Dry Barrels, die vorwärmen sollen. So, setzen wir die hier so ein. Hier nehme ich die Spunky Sparks wieder raus. Und dann würde ich sagen, Pfad. Abriss. So. Und hier ist halt unsere andere Production Line. Gibt es da auch was anderes in der Nähe? Ansonsten könnten wir sagen, 2 Stationen mit Holz und... weiß nicht. Sollen wir das alles miteinander verbinden? So, hier wäre halt das Gleiche. So, 20 Holz raus. Wisst ihr was? Wir... Unten muss ich auch immer irgendwas manuell reintun, ne? Ich weiß nicht, ob das so... effektiv ist.
Hier müsste es, kann man hier schon sowas wie eine Trennung machen. Hier Pfad, hier Storage. Kann dieser Storage von beiden Seiten... Ne, geht nur auf eine Seite, nehme ich an. So, weil man kann ja auch hier einen Zwischenspeicher bauen. Ich mache das jetzt mal so. Setz die dann hier ein. So, die nehmen das Holz, machen das da rein. Ist halt blöd, dass die dann den ganzen Weg einmal laufen. Aber sobald das voll ist, wird alles, was überbleibt an Holz, wird dann unten reingetan. Aber ist nicht notwendig, komm. War eine blöde Idee, war jetzt nur mal ein Test. Ja. Ihr seht schon, muss man sich halt ein bisschen überlegen, was man genau machen will, ne? Ein paar Stück würde ich wieder zu mir rufen. Wie viel haben wir da noch hier drin? 7 Stück. So, das Holz werfe ich einfach mal manuell rein. Okay. Und dann müssen wir natürlich hier automatisieren, dass hier natürlich nicht dauernd Tiere dafür leiden müssen, für unsere Etheric Sparks. So, rein damit. Boah, wie cool das aussieht einfach alles. Schaut mal. Oh, cool. Sehr cool gemacht. Okay. So, nochmal zwei. Sehr schön. Wie viel haben wir hier mittlerweile drin? Oh, die sind schon an der zweiten Kiste. Das geht ratzfatz. So. Rechte Maustaste kann man hier alles transferieren. Das machen wir auch. Hier setze ich dann jetzt schon zack, so viel ein. Und eigentlich können wir jetzt, weil das hier relativ schnell voll wird, machen wir das einfach so. Hinten der große bauen. Keine Ahnung, ob ich den lassen sollte. Ich lasse den einfach mal. Wobei, das ist sehr ineffizient. Komm, das machen wir weg. Und lassen das alles erstmal so laufen. So, pick up. Allerdings würde ich hier dann, weil wir das schon so vorbereitet hatten, so. Okay, dann können die hier sammeln, da bekommen wir hier auch nochmal Holz, das nehmen wir auch schnell mit. Geben dann unserem Woodsman sehr viele Holzstämme und kommen dann voran mit unserer Quetzt. Okay, jetzt schon angespielt, 1:09. Ich würde sagen, oh. Was ist das denn? Habe ich da... Das habe ich eben gar nicht mitbekommen. Okay. Das ist zur Demonstration, wie die sich verhalten. Okay, cool. So. Wir liefern jetzt noch ein bisschen Holz aus. Wenn wir mit der Quest vorankommen. Complete perfect timing. Let me show you my final design. So much of the machinery is inside of the building. It simplifies the work, so those sparks of yours don't have to do anything too complex. Ah, no offense, but they are not very smart. When I try to give a complex order to one, they just get very confused. Of course, there's always more room for improvement, but try it out. Sawbench and Sound Timber. Ja, jetzt können wir schon Bretter herstellen, automatisiert. So, und das hier ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Ich danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Kommentar unten rein, Like und Subscribe, wenn ihr mir helfen möchtet. Hilft dem Kanal sehr. Ja, und ich hoffe, ich habe in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr... Zeit, um Stuff zu machen. Aber ja, ich danke euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssikowski.